So Leute, willkommen zurück bei Was du Raidest TV, jetzt mit der ultimativen Bestrafung, und zwar wird Simon bestraft. Er hat das Spiel gerade verloren, wie ihr alle gesehen habt. Was hast du dir ausgedacht, Koste? Naja, ausgedacht, wir haben einfach mal geguckt, was wir zu Hause machen können. Wir haben hier ein bisschen Zimt vorbereitet und einen kleinen Esslöffel. Den werden wir jetzt schön füllen und dann darf der Simon mindestens 30 Sekunden versuchen, das zu essen, zu kauen, zu schlucken. So, mal gucken, was da passiert. Machen wir schön voll. Ja, machen wir voll. Ja, komm, noch ein bisschen. Ja, ja. So, was sagt ihr? Das sollte doch ausreichen. So, mein Freund. Ich würde vorschlagen... Ja, du machst jetzt einfach mal den Mund auf. Ja, oh, lecker. Mm. Und deine Zeit beginnt ab jetzt. Hm, nicht schlucken, schön kauen. Schön kauen, in die Kamera bitte. Ja. Jawohl. Achso, ein Brennen. Brennt es? Ist es scharf? Mhm. Ist es scharf? Mhm. Es entwickelt sich eine Schärfe. Oh. Ein nicht geplanter, aber durchaus positiver Effekt. Mhm. Ja, ich stopp da mal die Zeit. Die Zeit beginnt ab jetzt. 30 Sekunden. Nein, also lassen wir noch 5 Sekunden und dann können wir dich erlösen. 4, 3, 2, 1, so. Einmal nochmal den Mund auf. Einmal den Mund auf für die Kamera. Ob da noch was drin ist. Ja, zoom mal an hier. Ja, ja, ja. Ja. Einmal richtig. Ja. Ja, okay, ganz eindeutig, da ist immer noch was okay. Drin. Jetzt darfst du was nachtrinken. Schöner wird's nicht. Nein, es wird's. Definitiv nicht. Oh. Ich glaube, jetzt kommt das Schlimmste nochmal mit der Vermüllung mit Wasser. Jetzt entfalten sich die ganzen Aromastoffe nochmal. Ja. Alles wird die nächsten paar Tage nach Zimt schmecken. Boah. Puh, also. Habt ihr gesehen? Ja. Er steht zu seiner Tat. Er hat es geschafft. Sau stark. Leute, Daumen super hoch. Lecker. Sau stark, sau stark. Daumen hoch. Lasst einen Daumen hoch da. Ja. Genau, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Wer noch nicht hat, gerne abonnieren. Das war's von uns. Ich würde sagen, ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao. Freunde, herzlich willkommen bei Was du Raidest TV. Heute eine Spezialausgabe Brainiac. Wir sind nicht wie üblich zu zweit, sondern heute zu dritt und werden eine verschärfte Version von Brainiac spielen. Viel um Allgemeinbildung, Spaß und Spannung. Wir haben uns nette Strafen überlegt, die ihr am Ende natürlich auch drüber präsentiert bekommt. Ich stelle euch kurz vor, mit wem wir heute spielen. Als allererstes mal von rechts nach links sitzt Koste. Mein Freund Koste da. Hallo! Gewinner von letztem Mal. Gewinner von letztem Mal. Unser Champion quasi. Für ihn geht es, den Titel heute zu verteidigen. Dann haben wir einmal als unser Gastgeber Simon mit am Start. Hallöchen. Hallöchen. Als drittes Teller. Moin, moin. Moin. Competition. Es geht darum, wer hier die meisten Fragen beantwortet. Es werden ein paar Fragen sein. Dann wollen wir mal loslegen. Es geht darum, 5 Punkte zu erreichen. Wer als erstes 5 Punkte erreicht hat, hat das Spiel auch gewonnen. Und wir haben einen netten Strafenkatalog, das werden wir euch hinterher präsentieren. Ganz abgefahrene Sachen dabei. Wir freuen uns, es sind ganz unterschiedliche Fragen, ein paar Schätzfragen. Es geht viel um Allgemeinbildung und mit dem Schwerpunkt auf die 90s, weil wir alle mehr oder weniger Kinder der 90er sind und dementsprechend natürlich uns auch am besten auskennen. Wir freuen uns sehr. Starten wir gleich mit der ersten Frage. Juhu. Wie heißt die Stadt, in der Dagobert Duck seinen berühmten Menschen hat? Entenhausen, der erste Punkt. Ja. Genau, es geht nämlich auch darum, die Fragen weiß eigentlich jeder. Es geht vor allem darum, wer hier am schnellsten antwortet. Zweite Frage. Wie heißt das Beratungsteam der Bravo, das jungen Menschen bei sexuellen Fragen unterstützt? Scheiße, was? Dr. Sommerteam? Das Dr. Sommerteam! Ja, ja, ich hab den Bravo-Abo, verdammte Scheiße. Ah, richtig. Okay, dann jetzt die nächste Frage, es geht ums Zocken. Welches Produkt verkaufte Nintendo ursprünglich? Ha! Ui. Wie ursprünglich? Ursprünglich, damit haben sie angefangen quasi. Also wohl keine Konsolen. Vor den Konsolen. Vor den Konsolen. Yeah. Ich gebe euch noch einen kleinen Tipp dazu. Das war schon um 1900.
Nicht ganz genau, aber so um 1900. Ja, was sollen die gemacht haben? Was sollen die gemacht haben? Möchte irgendjemand einen Tipp abgeben? Komm, Peter, zock. Das ist bestimmt was anderes als Spielzeug oder so. Es gab ja kein Fernsehen, es gab auch keine digitalen Medien. Was könnte es sein? Was haben früher viele Leute gespielt? Habt ihr eine Idee? Ja, ich habe eine Idee, aber ich will nicht zocken. Dann schließe ich die Frage hiermit. Die richtige Antwort wäre Spielkarten gewesen. Nintendo war früher tatsächlich ein Spielkartenhersteller. Hätte man wissen können. Alles gut. Cool. Ist auch nicht so schlimm, wir wollen uns gar nicht lange aufhalten. Die nächste Frage. Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer gehören zu welchem Ensemble? Augsburger Puppenkiste. Richtig, Simon hat richtig getippt. Augsburger Puppenkiste. Ja, ganz kurz mal hier, Koste ein bisschen zurück hier. Oder deine Hand muss zumindest ein bisschen. Okay. Und zwei für mich. Okay. Nächste Frage. Okay. Und hier nicht schummeln. Welcher Schütze schoss uns 1990 zum Fußball-Weltmeister? 90. Das ist schon ein bisschen her. Das vorletzte Mal, genau. Also 90er, ja. Jetzt geht es mal Oliver Bierhoff. Andreas Bremer, ich hab nicht mal den Köpfe gezeigt. Die Bios. Also, ja, ich glaube, war es auch, aber er war ich nicht der Siegtorschütze. Es war ein Elfmeter hochstand und es war Andreas Bremer, der uns dazu WM-Titel hat. Ja, keine Ahnung, zum Weltmeister gemacht. Hättet ihr das gewusst, könnt ihr uns gerne in die Kommentare schreiben. Genau, lasst ein Like auf jeden Fall da. Die nächste Frage: Schätzfrage. Schätzfrage. Ja, ihr müsst alle antworten in diesem Fall und wer am nächsten dran ist, bekommt den Punkt. Es gibt kein Strafpunkt und es wird auch niemand einen Punkt abgezogen. Alle müssen antworten, okay. Okay. Wie viele Millionäre gibt es in Deutschland? Alle müssen antworten. Wie viele Millionäre? Die Schätzfrage ist zwischen von Wirtschaft. Milliarden. 5000. 5000? Okay. Er kann doch ablesen, was du da siehst. Ja, okay, dann ich bin der Millionäre. Millionäre, genau. Wie viele Millionäre gibt es? Schätz mal, es sind auch nicht so wenige, wie ihr vielleicht denkt. Koste, los, gib uns eine Antwort. Wer näher dran ist? Okay, sag mal 2.500. 2.500. Das heißt, du gehst ja schon mal von weniger aus. Simon? 10.000. 10.000. Damit hat Simon ganz offiziell diese Frage gewonnen, auch wenn er weit von dem Ergebnis entfernt liegt. Die richtige Antwort wäre nämlich 1,365 Millionäre gibt es in Deutschland. Krass. Man mag es nicht glauben, 1,36 Millionen, das ist also wirklich eine ganze Menge, das ist mehr als 1% der deutschen Bevölkerung. Zu viel. Gut, damit geht der Punkt an Simon. Wollt ihr nochmal kurz einen Punktestand verkünden? Kosta hat wie viele? Einen. Simon hat? Drei. Und Peter hat? Null. Nächste Frage. Wieder ein bisschen allgemeiner gehalten. Wie heißt die Künstlerin, die mit ihrem Spitznamen Blümchen in den 90er Jahren Hits? Jasmin Wagner. Jasmin Wagner. Genau, also es geht vor allem auch darum, das war jetzt diesmal nicht der Fall, aber vielleicht sollte man mich auch aussprechen lassen in Zukunft, weil die Frage ich auch auf die Luft genommen, das die wird man nicht lang gehen. Ne? Also diesmal ist es nicht der Fall gewesen. Glück für Koste. Damit hat Koste 2. Simon? 3. Immer noch keinen. Du musst nicht jedes Mal die Punkte aufzählen. Na klar, Peter hat keinen Punkt nochmal, also damit es auch jetzt wirklich. Es werden keine Abkürzungen, das ist doch keine. Schaut doch mal, wir brauchen mal richtig einen raus. Okay, die nächste Frage. Welcher großen Firma haben wir das Aussehen unseres heutigen Weihnachtsmarktes zu verdanken? Welcher was verboten? Coca-Cola oder was? Coca-Cola ist tatsächlich die richtige Antwort. Okay. Damit hat Peter den? Ersten Punkt. Den ersten Punkt! Okay, jetzt können wir machen hier auf einen.